Willkommen zurück. Wir befinden uns weiterhin im Palast und wollen einmal dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Okay, wir haben auch direkt eine kleine Sequenz. Ja, sogar zwei Kisten, aber erstmal müssen wir schauen, dass wir hier keinen Unfug machen. Ich habe es natürlich auch geschafft, die Laserschranken zu berühren. Wenn das passiert, steigt ja die Wahrnehmung um 5%. Also nichts wirklich Kritisches. Okay, Stufe 12. Das Vieh haben wir schon mal gesehen. Vermutlich durch die Fusion. Oh, sehr schön. Und ich versuche jetzt hier nochmal weiter SP-freundlich durchzukommen. Das Team ist jetzt auch nochmal ein bisschen stärker. Joker ist 20. Yuzuki ist 18, alle anderen sind Stufe 19. Und ich versuche natürlich auch, alle so ein bisschen gleich zu leveln. Mit Joker funktioniert das natürlich nicht. Aber mit den anderen funktioniert das eigentlich ziemlich gut. So, da haben wir Feuer als Schwäche. So, hier gehen wir mal in... Ah, shit. Ich glaube, ich habe gar nichts Feuermäßiges dabei. Doch, hier. Den will ich mir nämlich zupfen. So, den greifen wir uns mal. Ah, wunderbar. Indem wir gesagt haben, wir wollen uns nicht mit dir unterhalten, ist er trotzdem dem Team beigetreten. Und den brauchen wir, glaube ich, auch für eine Fusion. Denn die beiden Mädels haben mir in der Vergangenheit mal eine Aufgabe gegeben, ein bestimmtes Persona mit einem bestimmten Skill wollen die haben. Ah, da sieht man es jetzt. Also um 5% sind wir hochgegangen. Hier hätten wir natürlich auch durchsliden können. Jetzt ist halt die Frage, wie beseitigen wir die Schranken? Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Hey, there's a strong-looking one over there. We've seen that kind before. His stance conveys the notion that he is no ordinary foe. I think the control room's behind him. However, we'll need to disarm the security if we want to ensure we have a safe infiltration route. Forcing our way through seems to be our only option. Okay, wenn da der Raum ist und wir dann quasi die Schranken deaktivieren können, wunderbar. Who are you? How did you expect me to move just because you tell me to? I'm afraid you're sorely mistaken. Ah, okay, das wird wahrscheinlich ein kleiner Zwischenboss sein. Der hat auch noch zwei Dudes am Start. Hier sollte ich eventuell nicht SP-sparend vorgehen. Stufe 16. Die sind 11. Da haben wir Eis als Schwäche. Nee, das wollte ich machen. Alle mal angreifen. Okay, einmal daneben und Block. Der annulliert das Ganze. Sehr schön. So, nee, den kleinen Frost wollen wir nicht. Ich will ihn hier haben. Oh, das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Gut, jetzt haben wir nur noch den großen Dicken. Ja, shit. Das hat er annulliert. Schauen wir mal. Sehr schön. Nee, da können wir, glaube ich, mit normalen Angriffen jetzt auch drauf. Ja, der 4 SP sieht gut aus. Sehr schön. Persona!
So, der. Nee, sehr schön. Wir können Hold-up machen. Perfekt. Ich hab gedacht, ich hab's eventuell verbockt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass in der nächsten Runde der Dicke wieder wach wird. Aber mit dem Hold-up konnten wir das Ganze hier nochmal schön finishen. Media, was ist das denn? Stufe 20, sehr schön. That guy was tough. I guess that's just par for the course in a palace. It really was on a totally different level from the other enemies, though. Ja, das ging. He dropped some sort of card. Ah, okay. Das sind Karten, mit denen wir spezielle Skills weitergeben können. Sehr schön. Ain't it just some kind of loot? Come on, let's get back to exploring. Ja. Da hast du recht, Skull. So, was wir jetzt machen, ist nochmal hier durchtauschen. Morgana kommt raus, dafür geht Anne rein. Damit wir dann auch ansatzweise dieselben Level haben. Dafür brauchen wir Dietrich. 18 Stück haben wir noch, das passt. Sehr schön, er hat nochmal stärkere Waffen gekriegt. Ja, nicht, dass der Dude hier noch der stärkste von allen wird. Und hoffentlich haben wir hier auch das Kennwort, beziehungsweise brauchen eventuell gar keins. Okay. Dann brauchen wir doch ein Kennwort. Shit. Okay. Können wir hier eventuell noch was öffnen? Nee. Vielleicht weiß ja Yuzuki, welche Fußgröße das ist. I don't know. Gut, jetzt müssen wir das Fußrätsel lösen. Ist jetzt die Frage, wenn wir gegen die kämpfen. Vielleicht bekommen wir dann ja die Lösung. Ja, mit den Sinnen ist das hier echt wunderbar. Da oben haben wir etwas zum kaputt machen. Aber nee, ich glaube nicht, dass wir von denen irgendwie Erkenntnisse bekommen. Oh, sehr schön. Wunderbar. Wieder sehr SP-sparend. Oh, der ist jetzt auch schon Stufe 20. Ja, auch wenn die uns jetzt das Kennwort nicht geben, egal, hauen wir die mal schnell um. Sehr schön. Oh, der wird doch hoffentlich guten Schaden machen. Ja, sehr schön. Und hier nochmal finishen. Die Kämpfe sind natürlich am besten, wo wir keine SP oder irgendwas dergleichen einsetzen müssen. Gut, hier haben wir natürlich das Passwort nicht bekommen. Focus. Ansonsten haben wir dort nichts mehr. Okay, wir müssen, glaube ich, wieder zurück, weil wir hier nicht die Möglichkeit haben, irgendwie durchzukommen. Soweit erstmal meine Idee.
Mal schauen, vielleicht hat er was. Glaube ich zwar nicht dran, aber wer weiß. Ach, der war ja auch immun gegen körperlichen Angriff. Da müssen wir wieder wechseln. Er macht wieder Eis und im besten Fall haben wir... Ne, er ist nur geschockt. Ja, nicht wirklich SP-freundlich, beziehungsweise ich habe nicht das entsprechende Element dabei. Sehr geil, ausgewichen. Und wieder geschockt. Sehr schön. Ja, shit, einmal müssen wir noch. Oh, sehr schön. Neuer Skill. Aber hier haben wir das Kennwort jetzt auch nicht bekommen. Ja, shit, was machen wir da? Ne, das war der Kontrollraum für das Ding davor. Ich meinte eben da oben was glitzern gesehen zu haben. Mal schauen, vielleicht können wir ja hier in dem Raum uns irgendwo hochziehen. Aber das sieht nicht wirklich danach aus. Oh, shit. So, da oben ist etwas, aber das können wir aus dem Winkel hier nicht nutzen. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Müssen wir eventuell in die reale Welt zurück und das Kennwort irgendwie bekommen? Ja, was machen wir jetzt? Wir haben nur die Möglichkeit, einmal zurückzulaufen, um zu schauen, ob irgendjemand von den Gegnern dort das Kennwort hat. Oder in die reale Welt zurück, also Metaverse verlassen und schauen, ob Yuzuki dann irgendwelche Informationen bekommen kann. So, da an der Statue können wir nichts machen. Ich glaube aber, dass wir wirklich in die reale Welt zurück müssen. Gut, dann versuchen wir das Ganze doch mal. How could this be? Ja, keine neuen Erkenntnisse. Gut, dann einmal zum Eingang zurück. Vorher kann man eventuell noch mal schauen, ob wir hier fusionieren können. Dann kann ich mir auch noch mal ganz genau anschauen oder anhören, welche Persona die unbedingt benötigen. Da haben wir Amene irgendwas. Mit dem Skill frei. Dann können wir mal schauen. Wir können erst nochmal hier die Persona registrieren.
Wer ist das? Achso, sie ist das. Are you sure? Ja, ein Level mehr, aber egal, das machen wir. Den können wir auch. You'd like to register this? Nee, genau, wenn wir draufklicken. Der ist registriert, den haben wir. Are you sure? Dann können wir den Registrierten lassen. The inmate needs our wish to perform an execution. Can you gather them up? Ah nee, das war die falsche Fusion. Quatsch, was mache ich denn hier? Hier. So, da unten haben wir doch den entsprechenden. Hat aber nicht frei, oder? Nee. Not terrible, but not impressive. Der hat auch nicht den Skill frei. Nächster Skill, den sie lernt, ist Nachtblitz. Not terrible, das bringt uns nicht so viel. Select the skills you'd like to inherit. So, nee, hier können wir nicht frei auswählen. Shit. Dann ist halt die Frage, lernt irgendjemand von den Dudes, die wir dabei haben, den Skill frei? You okay with this? You change your... Are you finished? Gut, behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Richtige Persona hätten wir tendenziell, aber der Skill fehlt noch. Oh, change your mind. Ja, einmal in die reale Welt zurück. Oh. Nur ein Punkt bekommen. Das war nicht ganz so effektiv. Ah, you're back. Now listen up. Hey, hey. Alles klar, im Park entspannen. Ja, schauen wir wenigstens nochmal die X-Files. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass wir direkt eine Sequenz haben, die eventuell auf diese Schuhgeschichte zurückzuführen ist. Hey, hey. Jetzt sollten wir doch ein bisschen Mut bekommen, oder nicht? Ja, sehr schön. Oh, und Mut ist auch gestiegen. Wunderbar. Dann können wir ja eigentlich auch diesen komischen, ja, Tablettenversuch machen mit der Dame. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir den noch nicht machen können, weil uns Mut gefehlt hat. Und den sollten wir jetzt haben. Das werden wir machen. Well then. Okay, Home Shopping Programm. Okay. Nee, da wird nichts getriggert. Habe ich mich getäuscht? Müssen wir das Passwort wirklich in der Metawelt finden? Die Frage ist dann halt nur, wo?
So, erst einmal zu Frau Doktor. Das klingt doch gut. Nehmen wir mal an dem Versuch teil. Please head to the exam room. Gut, ich habe jetzt die Takemi mit N verwechselt, aber dann haben wir genau die richtige Option ausgewählt. Ja, der ballert sich hier wieder was rein, wird dann wahrscheinlich wieder konfus und down sein. Und er kippt wieder um. Sehr schön. Das kommt davon, wenn man alles Mögliche in sich reinballert. What? Ja, sehr schlau, die Dame. Ja, hauen wir mal das raus. Aha. Von der Pest. Das ist aber mal ziemlich hart. Wow. Bekommen wir gleich auch noch ein bisschen Zuneigung, Vertrauen zu ihr? By the way. Oder, nee, hat wahrscheinlich nicht ausgereicht. Ja, nee, wunderbar, hat sogar funktioniert. Alright. Okay, aber nichts Neues dazu bekommen. Take care. So, können wir jetzt noch irgendwas machen?
Ah, bahnt sich da was an? Ah, you're back. Well then. So, ist das das Ding hier? Ah, okay. Shoppingprogramm ist also Fernseher. Ah, okay, jetzt verstanden. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das holen werden. Das machen wir nicht. So, da haben wir doch irgendwas, um unsere Bindung zu steigern, oder? Alright then. Gut, dann steigt auch hier hoffentlich bald die nächste Stufe. Okay, anscheinend nicht. Good timing. I wanted to tell you something. Madarame was talking to a lawyer. I suppose he's serious about suing. I think we should advance our plans. Why don't we go to the palace today? Great. I want to stop that man as soon as possible. In that case, let's assemble after school. I'll be over shortly. Gut. Mein Ansatz in der realen Welt, irgendwie was bewirken zu können, damit wir dort weiterkommen, funktioniert wohl überhaupt nicht. Ja, sieht so aus, als wenn wir jetzt hier schon wieder die nächste Frage bekommen. Das müsste doch irgendwie zusammen verbinden, irgend sowas sein. Gegenteilig, nein. Wundervoll, nein. Zusammen. Das bezieht sich dann auf die Sinne. Ja, zusammen und Sinne, verbundene Sinne. Oh, wunderbar. Hat funktioniert. Na, bekommen wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen was von an Werten geschenkt, oder? Oder sehen uns die Mitschüler nicht mehr als Verbrecher? Ja, schade, Wissen geht noch nicht hoch. Ich sehe.
Let's go. Ah, sehr schön. Geh direkt hierher. Wir haben auch Pollenwarnung. Heißt, eventuell okay, sind die ein oder anderen Gegner benommen. So wie es eventuell im Momentos war, werden wir aber gleich herausfinden. I'm itching for action. Let's do this. Gut, suche nach Infos zum Passwort. We're here. Dann werden wir wohl den Weg nochmal gehen müssen. Ich bezweifle aber, dass ich jetzt hier den richtigen Weg gehe. I have something. Da können wir nicht mit interagieren. Da hat der andere Wachmann irgendetwas gesehen. Mal schauen, ob er uns in die Quere kommt. Ja, shit, hat nicht ausgereicht. Einmal werden wir Schaden kassieren müssen. Nee, doch nicht. Er hat nur seinen Angriff gestärkt. Das ist gut. Oh. Wunderbar, er kommt ins Team. Sehr schön. All according to plan. You've got a new mask, Joker. Interessant, wir haben Erfolg bekommen. Wahrscheinlich für eine bestimmte Anzahl an gefangenen Persona. Weil ihn hatten wir, meine ich, durch eine Fusion bekommen. So, Zwiebelköpfe nochmal eben schnell platt machen. Sehr schöner Damage. Okay, wenn er mitkommen möchte, wieso nicht? Und wir müssen auch nicht groß mit ihm philosophieren. Sehr schön. Ah, shit. Die haben wir geblockt. Ja, shit, können wir nicht nehmen, weil ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Dann wechseln wir den mal aus. Dann ist es leider so. Weil ich jetzt nicht mehr ganz genau wusste, wen wir als Gegenpart für die Fusion benötigen. Ich kann es fühlen. Ich sah ein Shadow. Ja, nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Aber shit, ich hab gar nicht... Oh. Ja, eben mit dem Angriff. Ein bisschen ungünstig, aber es hat ja irgendwie funktioniert. I could have handled that myself.
Oh, da hinten haben wir was, aber wir kommen da ja nicht hin. So, jetzt sind wir wieder an dem Spot. Aber es bringt nichts. Shit. So, wie kommen wir jetzt an die entsprechende Information dran? Oder an das Kennwort eher gesagt. Da haben wir nichts. Also hier werden wir, glaube ich, definitiv nicht fündig werden. Nee, einmal hier lang. So, gegen den haben wir gekämpft. Es hat nichts gebracht. Da haben wir jetzt auch nichts. Haben wir auf dem Weg hierher irgendwo... Doch, irgendwo war doch eine Statue von dem Dude, oder? Ich muss noch mal eben schauen, ob das nicht da oben in dem Raum war. Dann sind wir jetzt zwar schon ein paar Mal durch die Gegend gelaufen, aber erst eben ist es mir eingefallen. So, doch, das ist er. Be careful. Okay, das sieht doch gut aus. Hätte man auch ein bisschen eher und schneller drauf kommen können. Bin ich aber nicht. So, jetzt erstmal schnell hier durch und schauen, ob das jetzt das Richtige ist. 1120 war das ja. Mann. 20 Minuten Zeit verschwendet für doch am Ende ein etwas einfacheres Rätsel. Shit. Aber okay, es ist wie es ist. Oh shit, eigentlich sollte ich den linken angreifen. Aber egal. Durchgekommen, ohne Damage zu nehmen. Okay. That's all. Oh. Gut, nehmen wir hier einen Dietrich. Okay, da haben wir keine Barriere, können wir so durch. Schwindelfiole. Hilft uns wahrscheinlich nicht, wenn jemand Furcht hat. So, da können wir nicht hoch, oder wie?
probieren wir es einfach mal aus. Das ist aber auch geil gemacht. Über das Gemälde kommen wir jetzt hier hoch. Sehr nice. Focus. Das ist ziemlich geil gemacht. So, von unten haben wir gesehen, genau da können wir durchkriechen. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Ah, alles klar, dann war das einfach nur ein Spot zum Interagieren. Und nicht, um sich dann mit dem Haken hochzuziehen. So, da links werden wir wahrscheinlich den nächsten Safe Room haben. Ja, sehr schön. Unten können wir dann die Tür öffnen, damit wir ein bisschen schneller durchkommen. Und dann nach rechts, meine ich, haben wir dann auch den nächsten Spot, wo wir hingehen können. Den ganzen Spaß hier mal deaktivieren. Den skippen wir. Ich wollte schon sagen, nach rechts geht es wahrscheinlich nicht, aber hier haben wir eine kleine Sequenz. Genau, hier haben wir zwar keinen Weg. Okay, aber zumindest wieder einen Schatz mitgenommen. Aktuell ist die Tür auch noch dicht. Wer weiß, vielleicht wird sie auch noch mal freigeschaltet. Unten geht's auf jeden Fall. I can feel it. Ah, okay, hier. Hier kommen wir durch. Gut, nach hinten können wir nicht. Ah, alles klar, dann weiß ich, glaube ich, jetzt. Gut, hier können wir rausspringen, interagieren. Ja, das ist aber auch schon ziemlich nice. Das war falsch. Ah, ein bisschen verwirrend, aber okay.
haben wir den nächsten Schalter. Und damit sollte das letzte Bild auch verfügbar werden, ja. Ich hoffe, wir bekommen dann irgendwie einen Willensamen oder so. So, da kommen wir nicht mehr hin. Gut, dann springen wir hier runter. Und laufen jetzt einfach mal nur geradeaus. Strong shadow ahead. We should be careful. So, habe ich das jetzt verbockt oder? Interessant. Nee, da ist er wieder. Sind wir wieder hier. Hier sollten wir doch. Ja. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was Neues freigeschaltet. Die Frage ist halt, wenn wir da unten lang gehen, was finden wir dort? Das wäre gleich auch nochmal ein Test wert. Nein, Baller hier. Nein, hat nicht so gut funktioniert. Okay, der Block. Naja, wenigstens geht er drauf, wenn wir normale Angriffe machen. Ist, glaube ich, auch bislang der erste, der... Okay, abgesehen von dem großen Dicken, der nicht so auf Waffen steht. Oh, da müssten wir doch eine Kiste haben. Oh shit, leider nicht. Das hat echt wehgetan. Aber egal, weiter geht's. Ist jetzt auch, glaube ich, das er... Ah, jetzt haben wir ihn. Ich wollte schon sagen, das erste Mal, dass wir hier keinen Schock oder irgendwas Zustand hervorrufen können. Und hat er auch noch ganz knapp überlebt. Unglaublich. Aber jetzt ist er down. Okay. Okay, we're done. Let's go. Interessant, im Hintergrund hören wir irgendwelche konfusen und weirden Stimmen. I can feel it. So, wir müssen mal eben schauen, das Team. Okay, jeder ist Stufe 20, abgesehen von Yuzuki. Das passt. Da hinten haben wir noch eine Säule, können wir wahrscheinlich gleich auch noch mal plündern. Sehr schön, der erste ist down.
Da müssen wir mit zwei Leuten drauf. Und dann haben wir noch den Dicken. Ja, schauen wir mal, was Eis bringt. Nichts. Beziehungsweise nicht wirklich viel. Okay, der Dicke haut auf jeden Fall gut was raus. Mitnehmen können wir den jetzt leider nicht. Wir haben ja keine freien Slots mehr. Aber zumindest können wir dann ein bisschen abcashen. Okay. Ach stimmt, wir müssen ja nochmal nach hinten und das Ding hier holen. So, vielleicht haben wir hier eine Sackgasse und müssen dann wirklich zurück. Das würde aber auch gut passen. Ja, sieh mal einer an. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die hier gar nicht ihre richtigen Namen haben. Hier ist es die zaubernde Tänzerin. Oder ist das eventuell eine andere und nicht die, die wir für die beiden Mädels zusammen fusionieren müssen? Okay, jetzt ist sie down. Okay. Piece of cake. It's somewhere. So, da hinten haben wir wieder was. Und hier können wir hochklettern. Na? Na? Schon wieder falsch? So, jetzt. Hier aber. Da können wir uns wieder hochziehen. Ah, da ist der Willensamen. Ah, alles klar. Wenn wir diese ganzen weirden Stimmen hören, ist ein Willensamen in der Nähe. Gut, hier oben können wir erstmal abcashen. Das mit dem Willensamen lässt mich noch nicht komplett los. Ups, falscher Knopf, wie immer. Treasure chest spotted. Let's open it. Und da ist auch der Hebel. Oder der Schalter. Sehr schön. Perfekt. Dann kriegen wir es vielleicht hin, in diesem Palast zumindest alle Willensamen einzusammeln. Es wird ja definitiv empfohlen, alle mitzunehmen und bloß nichts liegen zu lassen. Normalerweise müssten wir doch jetzt ein bisschen SP bekommen. Gut, hat beim letzten Mal aber auch nicht wirklich funktioniert. What is this? Ja, dieses Mal aber schon. Sehr schön. Na, komm schon. Jetzt hänge ich hier noch an der Tür fest. Gut, Skills brauchen wir. Sehr schön.
Gut, jetzt müssen wir uns irgendwie hier durch diesen Raum bewegen. Na, komm schon. Da haben wir ein Tool, wunderbar. Die Karte funktioniert hier nicht. Nicht so wunderbar. How could this be? Ja, dass Gall sowas hinbekommt, irritiert mich jetzt auch ein wenig. Wow. Ja, wir brauchen unbedingt wieder einen neuen Safe Spot, weil der letzte ist ein bisschen weit weg. So, da unten haben wir was. Da oben haben wir die Tür. Ah, nee, ich muss hier hin. Hier können wir auch nochmal hoch. Da haben wir auch noch eine Tür. Ja. Ja, das war die falsche. Wir müssen nämlich die andere nehmen. Nach rechts springen funktioniert nicht. Hä? Okay, dann vielleicht mit den Bildern interagieren. Hey. It's beautiful. Okay, das war jetzt einfach nur geraten. Ah, okay, verstehe. Jetzt hat er uns den Weg frei gemacht. Yes! Jetzt müssen wir wieder schauen, was original ist und was nicht. Jetzt haben wir hier 4 Stück. Oha. Ich habe keine Ahnung. I can feel it. Da haben wir die nächste Tür. Hey. Ja. Jetzt so auf den ersten Blick. Okay, ganz rechts kann es nicht sein. Entweder das hier. Nee, das hier muss es sein, weil hier noch der Ast dabei ist. Hey. Well. Okay. Gut, dann haben sie es uns doch nicht allzu schwer gemacht. Aber das ist auch wieder ein ziemlich geiles Rätsel. Das könnte das echte sein.
Aber auch das hier. Blau ist es, glaube ich, nicht. Das sieht aber auch so aus. Aber es steht ganz alleine da. Hier sind auch noch welche. Da fehlt aber der Baum. Ich würde mal sagen, das hier ist das Richtige. Impossible. Nein. Okay, das passiert also, wenn wir eine Fälschung finden. Gut, Präzision und Ausweichen ist gestärkt. Daneben. Nicht so gut. So, da greifen jetzt alle an. Sehr schön. Ah, shit. Ich wollte eigentlich schießen. Daneben, wunderbar. Daneben, wieder wunderbar. Oh Mann. Sehr schön, one hit. Und down. Okay, das ist uns zum Glück nicht um die Ohren geflogen. Okay. Easier than cleaning my brushes. So, ich hoffe, dass wir diesen Raum schnell hinter uns bringen können. Impossible. Auch nicht. So, diesmal haben wir ihn angegriffen. So, der ist down. Hier können wir lieber alle angreifen. Und jetzt sind sie down. Okay. What to do? So, meinst du, dass hier noch irgendwie was ist? This is... Yes! Ah, okay. Danke für den Hinweis. Na, komm schon. Hey. Ja, das ist das Original. Dann schauen wir doch mal, wie wir da unten hinkommen. Nee, das war ja vorher blau. Yes. Das Ding nehmen wir mal mit. Und da sind wir dann endlich raus aus dem Raum. Ich hoffe, dass da auch sofort ein Safe Spot ist. Ein Safe Room. Isn't that... That means... Oh. Hey. Na, ich wollte eigentlich einen sicheren Raum finden. Hey. Wollt ihr nicht? Okay, gut. Nee, alles klar, dann machen wir hier einen Break. Und beim nächsten Mal schauen wir dann mal, was der Gute hier zu berichten hat.
Wir müssten jetzt eigentlich am Schatz sein. Ja, sind wir auch. Links wird wahrscheinlich der Safe Spot sein. Rechts könnte es vielleicht noch zu einem weiteren Villensamen gehen. Und wir haben ja noch diesen einen Raum ganz unten, wo ich eventuell auch noch nicht weiß, ob es da vielleicht noch auch was zu holen gibt oder nicht. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann sollten wir auch sein Herz stehlen können und diesen Palast abschließen.